So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der neue Grafikkarte. Mein vierter ist gerade angekommen. Jetzt muss ich mal hier überlegen, wie ich das am besten machen kann. Ich lege mal hier hin. Jetzt muss ich hier irgendwie Platz verschaffen. Wahrscheinlich wird das hier alles ein bisschen enger. Hätte ich diese Stange ein bisschen länger machen sollen. Darauf habe ich, weil mein Ziel war eigentlich nur zwei Grafikkarten, jetzt habe ich vier. Und das ist halt mein letztes. Ich will keine weitere Grafikkarte mehr kaufen. Vielleicht den hier möchte ich wechseln, weil der produziert sehr viel Wärme. Den habe ich jetzt runtergetaktet. Mit dem erreiche ich jetzt ca. 80 MHz. Mit dem hier oder mit dem hier erreiche ich so 115 MHz, weil die hochgetaktet sind und die Temperatur bleiben auch stabil. Bei dem hier, wie gesagt, also 80 MHz. Wenn ich normale Standard laufen lasse, erreicht er 110 Grad, also Wärme. Deswegen stürzt mein Board ständig ab, weil das einfach zu viel Wärme produziert. Deswegen musste ich es runtertakten. Also ich bin eigentlich sehr enttäuscht. Deswegen habe ich vor, dass ich den halt ja, ausbaue und weiterverkaufe, weil für Mining ist es nicht geeignet. Man kann natürlich Grafikkarte auseinanderbauen, da gibt es so Kühlpads, Streifen, das muss man halt dann integrieren, dann erreicht man vielleicht 15 Grad weniger, aber sobald ich hier irgendwie Schrauben auslöse und auseinanderbaue, ist ja Garantie weg und den habe ich ja neu gekauft, also das ist ein paar Wochen alt und ich habe 2 Jahre Garantie, warum soll ich das halt riskieren, deswegen verkaufe ich das halt günstiger, Hauptsache. Weil für Mining ist es definitiv nicht geeignet. Deswegen kommt der von MSI wieder dran, weil MSI bin ich sehr zufrieden. Keine Temperaturprobleme, gar nichts. Also deswegen habe ich halt ein bisschen mehr Cash gegeben, dass ich wieder so ähnliche wie dem hier habe. Sonst, ja. Solange werde ich halt mit 4 Grafikkarten Bitcoins herstellen. So, das bauen wir jetzt gerade ein und mal gucken, was noch so alles passiert.